Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute geht es mal wieder um Netzpolitik. Also das interessiert euch wirklich alle, weil ihr alle habt mit Netzpolitik zu tun. Darum bitte schaut aufmerksam zu oder hört zumindest zu. Meine heutige Aussage ist, das Internet muss endlich erwachsen werden. Habt ihr mal darüber nachgedacht, was es eigentlich für ein Internet ist, in dem Firmen unsere Mails lesen dürfen, um passende Werbung daneben einzublenden? Habt ihr mal darüber nachgedacht, was für ein Internet das ist, wenn Behörden zur Sicherheit unsere Mails überwachen und lesen dürfen? Oder ein bisschen weiter hergeholt, habt ihr mal überlegt, wie frei das eigentlich ist, wenn jeder von uns ein GPS-Signal in der Tasche hat, auf das er auf ein paar Meter genau geortet werden darf? Oder was ist das für ein Internet, in dem Firmen Profile über uns anlegen und passende Suchergebnisse für uns vorlegen? Oder wie frei ist das Internet eigentlich, wenn Konzerne entscheiden können, was in einem Land gesehen werden kann und was nicht? Oder was sind das eigentlich für Firmen im Internet, die einen dazu auffordern, alle Daten einzugeben und sich mit anderen Leuten zu verbinden und die Daten dann weiterverkaufen und dann viel Geld haben und dann nochmal an die Börse gehen, um nochmal mehr Geld zu bekommen mit euren Daten? Wäre es nicht schön, wieder das Internet zu haben, was es vielleicht vor ein paar Jahrzehnten noch war? Ein Internet, wo alle gleich sind. Ein Internet, wo wirklich man sich sicher fühlen kann, wo nicht ein Dritter mitliest, wo man weiß, okay, diese Nachricht wird nur mein Freund lesen und nicht ein Dritter oder vielleicht ein Vierter oder zwei andere Server, die das E-Mail noch abscannen oder ein automatischer Roboter, der das E-Mail liest, um dann Werbung dafür zu generieren. Nur jetzt kommt der Punkt. Das Internet seid ihr und das Internet sind wir. Und wir müssen anfangen, dass das Internet erwachsen wird. Wir müssen das Web 3.0 erzeugen. Wir müssen Verschlüsselung nutzen, wir müssen freie Software nutzen, die nicht von Firmen kontrolliert und gesteuert wird. Und wir müssen mit Unwissenden sprechen und sie aufklären, was eigentlich das Internet geworden ist, weil wir hatten das Internet und dann sind rundherum lauter Firmen gekommen und haben das Internet zu dem gemacht, was wir momentan heute haben. Wir haben, wie gesagt, vordefinierte Suchergebnisse. Das wäre doch wie, wenn ich auf die Straße gehe und jemand bestimmt, welche Leute mir entgegenkommen. Oder wenn ich die Zeitung aufschlage und was jemand bestimmt, was für Artikel in jeder einzelnen Zeitung von jeder Person sind. Oder wenn ich irgendwie mein ganzes Leben zusammenschreibe, jemanden anderen in die Hand drücke und sage, mach damit Geld. Also ich weiß nicht genau, wie ihr das seht, aber ich sehe das momentan so. Und wie gesagt, sprecht mit Leuten, die vielleicht anders denken oder die vielleicht genauso denken wie ihr. Und überlegt euch was. Wir müssen uns irgendwas überlegen für Internet 3.0. Vor einigen Jahren, ich glaube, es sind ja gar nicht so viele, wurde Web 2.0 geboren, aber ich glaube, das ist nicht mehr so aktuell oder das braucht mal wieder ein Update, weil irgendwas läuft aus der Bahn, kommt mir vor. Und vor allem, ich glaube, wir sollten jetzt anfangen und möglichst bald, weil vielleicht ist es in 10, 15 Jahren zu spät und vielleicht hat dann wirklich jeder ein eigenes Internet, das für ihn von Firmen zusammengestellt wird. Und ja, es gibt gar kein allgemeines Internet mehr, weil jeder hat irgendwie seine Maske, wo alles für ihn schon von verschiedenen Firmen zusammengewürfelt wurde. Und ja, und ich weiß nicht, ich finde auch, die Politik sollte das Internet anerkennen und merken, dass nicht nur Internet Böses bedeutet, sondern einfach eine neue Kommunikation ist. Ich meine, was ist Internet schon? Ist es ein Medium? Ein Medium schon, aber andererseits. Eine Zeitung kann auch ein Medium sein, aber das ist irgendwie one way, das ist nur in eine Richtung. Okay, Telefon wäre vielleicht in zwei Richtungen, aber das ist natürlich nicht so umfangreich wie Internet. Also ich finde, Internet ist einfach Internet. Und wie gesagt, überlegt euch das, schaut euch die Möglichkeiten an, die wir heutzutage haben, um eben privat zu sein, um die Daten nicht Firmen zu geben. Ich werde euch noch ein paar Links in die Videobeschreibung packen, die ihr vielleicht euch anschauen könnt. Und es gibt ja derzeit auch Diskussionen um das Urheberrecht, das ja nicht ganz mit dem Internet zusammenpasst und da sollten auch wirklich die Leute sich was überlegen, tun sie auch teilweise schon. Und ja, das war meine Message an euch und bis bald.